Der Urvorverkauf ist im Rahmen der Versteigerung ein neuer Vermarktungstool. Er bietet den anliefernden Kunden die Möglichkeit, bestimmte Ware am Vortag der Versteigerung zu einem festgelegten Preis anzubieten, zu verkaufen bzw. zu kaufen. Der Urvorverkauf wird bei Feiling Rhein-Maas eingeführt, weil wir unseren Anlieferern und Kunden einen Marktplatz bieten möchten, der ihren Anforderungen und denen der Digitalisierung von Handelsbeziehungen entspricht. Der Urvorverkauf ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und legt den Grundstein für eine Art digitale Eingangstür, über die Anlieferer und Kunden Feiling Rhein-Maas zukünftig betreten können. Kunden haben die Möglichkeit, sich über die Website der Feiling Rhein-Maas online einzuloggen und können dann einen Teil der Produkte im Zeitraum von 18 Uhr abends bis zum nächsten Morgen, morgens 4 Uhr vor der Versteigerung, entsprechend zu den festgelegten Preisen käuflich erwerben. Bei den Anlieferern sieht es so aus, dass diese einen Teil ihrer angelieferten Ware, maximal 30%, zu einem festen Preis vor der Versteigerung entsprechend anbieten. Für Kunden bietet sich durch den Urvorverkauf der Mehrwert, dass sie außerhalb der normalen Versteigerungszeiten bereits einen bestimmten Teil des Angebotes an der Uhr zu festgelegten Preisen erwerben können. Der Mehrwert, den der Urvorverkauf für Anlieferer darstellt, ist die Möglichkeit, einen bestimmten Anteil der Ware bereits vor der Versteigerung zu festgelegten Preisen an Kunden der Feiling Rhein-Maas anbieten und verkaufen zu können. Für den Kunden ändert sich lediglich die Tatsache, dass sie im Rahmen des Urvorverkaufs bestimmte Produkte bereits vor Beginn der Versteigerung zu festgelegten Preisen erwerben können. Die auf die Versteigerung nachfolgenden Prozesse, auch die logistischen Dienstleistungen, erfolgen so, wie der Kunde es im normalen Einkauf gewohnt ist. Daher fallen auch im Urvorverkauf keine separaten Kosten an. Für die Anlieferer ergibt sich lediglich eine kleine Änderung, wenn diese einen Teil ihrer Ware über den Urvorverkauf anbieten wollen. Sie müssen im Lieferschein angeben, wie viel Produkte, wie viel Ware zu welchem Preis angeboten werden soll. Die restliche Abwicklung funktioniert ganz normal im Rahmen der normalen Anlieferung. Bei Fragen zum Thema Urvorverkauf können sich Kunden an die Kundenbetreuung und Anlieferer an das Sortimentsmanagement wenden. Außerdem haben wir alle Informationen jederzeit aktuell auf unserer Homepage. Feiling Rhein-Maas. Der ganze Markt an einer Uhr.